Shane Flanagan leitet das weltweit erste Koala-Hospital in Port Macquarie an der Ostküste Australiens. Ob Brandwunden oder Infektionen, seit 40 Jahren finden hier alle verletzten, kranken oder verwaisten Koalas der Region ein vorübergehendes Zuhause. Unterstützung vom Staat gibt es nicht. Die Klinik finanziert sich durch Touristen, die den Ort besuchen. Das Gelände bietet Platz für 23 Außengehege und etwa 300 Tiere im Jahr. Die 59-jährige Biologin arbeitet hier seit 13 Jahren. Jeden Morgen steht die Visite an. 30 verletzte und kranke Koalas gibt es im Moment. Infektionskrankheiten, Hundebisse und Autounfälle sind die Hauptursachen für den Klinikaufenthalt. Okay, Bunny. Neben der Intensivstation für 8 Koalas hat die Klinik einen Behandlungsraum, in dem auch operiert wird. Fast täglich werden neue Patienten eingeliefert. Es steht nicht gut um sie. Sie saß gerade noch in ihrem Gehege im Baum. Und dann haben wir bemerkt, dass sie ein bisschen wackelig ist. Und Alba, du hast dann versucht, sie aufzufangen, nicht wahr? Ja, sie ist dann von ihrem Ast gefallen und hat komische Geräusche von sich gegeben. Klopft wirklich recht schnell. Tatsächlich? Viele Koalas landen mehrfach in der Klinik. So auch das Weibchen Katai Kelly. Sie war bereits einmal mit einer Chlamydieninfektion hier. Nach der Behandlung war eigentlich alles okay. Nun ist sie wieder hier und es ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Aber alles deutet darauf hin, dass sie starke Schmerzen hat. Was auch immer es ist sehr fortgeschritten. Wir haben ihr deshalb ein Schmerzmittel gegeben. Und lassen Sie sich jetzt einen Moment aufwärmen. Nehmen Blut ab und sehen dann, was los ist. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, was hier passiert. Ich möchte sie nur nicht mehr anfassen als nötig, da sie solche Schmerzen hat. Warten wir ab, bis das Schmerzmittel wirkt, dann können wir uns besser um sie kümmern. Okay. 162 Ehrenamtliche arbeiten in der Koala-Klinik und versorgen die Tiere tagsüber. Koalas, die rund um die Uhr betreut werden müssen, werden zu Hause gepflegt. Soll ich ihr Sauerstoff geben? Was denkst du? Möchtest du? Ja, ich richte es ohnehin ein. Ziemlich schwer. Geht es den Patienten besser, kommen sie ins Freigehege. Ziel ist immer ihre schnellstmögliche Freilassung. Jeden Morgen kontrollieren die Pflegerinnen,
wie viel und wovon die Patienten gefressen haben. Zur Auswahl stehen zwei Eukalyptussorten. Hallo, kleiner Barry. Hallo, kleiner Mann. Was hast du denn gefressen? Einen Tellerwood? Die Patienten sind oft dehydriert. Durch die Hitzewelle ist der Eukalyptus, aus dem die Tiere ihren Flüssigkeitsbedarf beziehen, ausgetrocknet. Laktosefreie Sojamilch hilft ihnen und schmeckt. Außerdem legen sie schneller an Gewicht zu. Die Milchnahrung wird nach und nach durch Eukalyptus ersetzt. Koalas sind extrem wählerische Esser. Daher werden Setzlinge verschiedener Eukalyptusarten im Hospital gezogen. Waisenjunge Neil lebt eigentlich bei Barbara Barrett, einer erfahrenen Klinikmitarbeiterin, und ihrem Mann Geoffrey, bis er stark genug für ein Leben in Freiheit ist. Neil und das ältere Koala-Mädchen Dallas kommen einmal pro Woche in die Klinik zur Kontrolle. Die starken Unwetter, die auf die Buschbrände der vergangenen Monate folgten, hatten Dallas aus dem Baum geschüttelt. Sie konnte kaum laufen, war sehr schwach. Ihre Hinterbeine waren wie Gummi und die Vorderbeine zitterten. Wir denken, dass sie aus dem Baum gefallen ist und sich eine Rückenmarksverletzung zugezogen hat. Also habe ich sie bei mir zu Hause aufgenommen. Ihre Vorderbeine sind schon recht stark. Auch die Hinterbeine werden immer stärker. Das war's. That's a girl. Neil ist etwa 9 Monate alt und wurde ohne seine Mutter gefunden. Erst im Alter von 1 Jahr sind Koalas selbstständig. Mindestens so lange bleibt Neil noch bei den Barretts.